Hallöchen, liebe Freunde. Heute kommen wir zu meinen liebsten Einschlauchpfeifen. Ich dachte mir, wir machen dieses Jahr mal zwei Listen mit meinen liebsten Pfeifen oder meinen aktuellen Lieblingspfeifen, weil ich das relativ häufig gefragt werde. Einmal Einschlauchpfeifen und einmal Vierschlauchpfeifen. Was dazwischen, Zweischlauch, Dreischlauch, ist zu selten. Deswegen eine Einschlauchliste und eine Vierschlauchliste. Zu jedem Modell werde ich auch immer ein bisschen was sagen. Und was mir so an ihr gefällt, etc. etc. Schreibt doch sehr, sehr gerne mal eure liebste Einschlauchpfeife in die Kommentare und was ihr an ihr zum Beispiel am meisten mögt. Das würde mich sehr, sehr gerne mal interessieren. Alle Modelle auf dieser Liste kriegt ihr auch günstiger oder kriegt kostenfrei was dazu. Auf der Gutscheincode-Seite dylip.de/codes sind alle meine Gutscheincodes vertreten. Checkt das sehr, 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 sehr gerne ab. Link unten in der Beschreibung. Und ja, ich würde sagen, wir starten mit dem ersten Modell und wir fangen vom niedrigsten an und gehen bis zum höchsten Preis hoch. Das erste Modell auf dieser Liste ist die Vairo Versa. Die gibt es schon ab 79,90. Dann kommt sie ohne Bowl oder 99,90 mit Bowl. Es gibt auch noch Carbon Boost. Es gibt sehr auch viele Varianten bei dieser Pfeife. Es gibt sie in insgesamt drei, vier verschiedenen Farben: Gold, Silber, Schwarz. Die Roségoldene gibt es, soweit ich weiß, auch noch. Was mag ich an der Vairo Versa? Ich mag vor allen Dingen dieses relativ einfache und simple Design. Man kann hier verschiedene Sleeves dranhängen, die es im Vairo Shop gibt. Man kann oben das Taucher unten kürzen. Jetzt ist auf kurz unten eingestellt und oben zum Beispiel die Rauchsäule lang. Man kann das aber auch ändern und man kann zum Beispiel unten das Taucher lang und oben kurz. Man kann aber auch beides kurz oder auch beides lang. Das finde ich einfach cool, dass man da so ein bisschen Spielerei hat, schon bei einer relativ simplen Pfeife. Es ist einfach nur eine Stickpfeife, die normalerweise einfach nur einen geraden Blow-off nach oben hat und sie erfüllt einfach nur ihren Job. Den einzigen Kritikpunkt, den ich habe, ich finde, sie in groß sieht sie meist besser aus, weil der Teller nämlich etwas groß ist, wenn man sie klein schraubt. Aber das ist eine Sache, da kann man drüber hinwegsehen. Ich finde es aber schön, dass es eine schöne, simple und einfache Pfeife für schon wenig Geld ist. Die nächste auf der Liste ist die Epox 360. Das ist in meinen Augen einfach ein schönes Ding. Sie sieht einfach stimmig aus. Einige mögen zwar nicht, dass hier der Anschluss so weit raushängt, aber da gucke ich nicht so drauf. Sie gibt es schon für 119,90 €. Hat insgesamt 9 verschiedene Blows, 10 verschiedene, wenn es die Epox 360 Pro ist, weil dann ist nochmal ein zweites Sleeve mit Löchern dabei. Es geht mir wenig um die Blows. Es geht mir einfach darum, es ist eine Edelstahlpfeife mit verschiedenen Blows. Klar, man hat hier einen Schliff. Anschluss. Man hat ein schönes Glas. Es gibt sie auch in verschiedenen Metallfarben, also Edelstahlfarben. Und man hat unten den verstellbaren Diffuser, wo man verschiedene Stellen einstellen kann. Ich habe den zum Beispiel immer eingestellt, dass zwei Lochreihen frei sind. Also die dritte ist bedeckt. Und es ist einfach ein schönes, kompaktes Ding. Sie hat mich zum Beispiel auf den Malediven begleitet. Wir waren ja eine Woche auf Malediven gewesen mit Revoshi und da habe ich die Epox 360 mitgenommen. Ich sage euch ganz ehrlich, ich habe eine andere Pfeife nicht vermisst. Also ehrlich, ich habe mich dann irgendwann so an die gewohnt, auch wenn ich jetzt immer nur mit der Epox 360 rauchen würde, würde es mich nicht stören. So, es ist ein super schönes Ding, kompakt ist er auch und super nice. Bei der Epox 360 muss man natürlich noch dazu sagen, dass das Ganze eine Pfeife mit Gewinde ist. Also die Bowl gehört zu dieser Pfeife, aber es gibt einen Steckbowl-Adapter. Man kann sie auch auf Steckbowls nutzen. Ich nutze sie sehr, sehr gerne auch für unterwegs, weil die Bowl wirkt auch nicht so dünn. Also unfallen Edelstahl. Die nächste Pfeife auf dieser Liste ist die KFS2. Da gab es damals dieses Mosbys 2 oder KFS2. Beide schöne Pfeifen, aber ich habe hier auf der Liste die KFS2 gewählt. Man hat oben einen verstellbaren Blow-off, einmal nach unten und einmal nach oben. Leichten Durchzug. Es gibt verschiedene Sleeves in verschiedenen Farben. Dann gibt es auch solche Rock-Sleeves mittlerweile. Es gibt das Edelstahl in Silber, in Anthrazit, also Gunmetal-mäßig und in Gold, soweit ich weiß. Das hier wird so reingeklippt mit so Dichtungsringen gehalten, der Anschluss. Muss ich ehrlich sagen, hätte ich cooler gefunden, wäre das ein Schliff gewesen, aber so hält das Ding bombenfest, also er fällt nicht so einfach raus, ist auch wieder irgendwo ein Vorteil. Unten haben wir einen Diffuser, den wir noch natürlich auch abschrauben können, wenn wir es wollen, und es ist einfach ein schönes, schnickes Ding. Hat auch für ihr kleine Größe wirklich ein sehr gutes Gewicht, muss ich sagen, und steht einfach stabil da. Ich finde den Durchzug auch nice, designlich finde ich sie einfach schön, vor allen Dingen auch das gecuttet mit der gecutteten Base voll Edelstahl. Muss hier mit draufstehen in meinen Lieblings-Einschlauchpfeifen, weil sie auch ein schönes, kompaktes Ding ist. Preisig gibt es sie ab 159,90 €. Und ist natürlich wieder eine Steckpfeife.
Die nächste Pfeife auf dieser Liste ist die Mosel Variety. Und ich weiß, dass einige sagen würden, wo ist denn die Breeze 2? Die Breeze 2 ist tatsächlich nicht auf der Liste, weil die Variety auf dieser Liste ist. Weil ich die Variety tatsächlich besser finde als die Breeze 2. Ich finde, die Variety hat nochmal ein bisschen mehr Durchzug als eine Breeze 2. Dann finde ich schön, dass wir unten das Taucher kürzen können in der Länge. So kriegt man nochmal ein bisschen besseren Anzug und auch Durchzug hin. Sowie um die Rauchsäule können wir in der Länge kürzen. Sie hat 6 Blow-Offs, das sind 2 mehr als die Breeze 2. Die Breeze 2 hatte nur 4. Das finde ich jetzt tatsächlich nicht so wichtig. Aber ich finde auch schön, dass man hier, wenn man möchte, kriegt man direkt eine Bowl mit dazu. Aber es gibt auch einen Steckbowl-Adapter, womit man sie auch auf Steckbowls nutzen kann. Und daher finde ich das mit dem Talbahn Tauchrohr und Talbahn Rauchsäule noch viel besser, weil ich kann sie auf kleinen Bowls benutzen und ich kann sie auch auf großen Bowls benutzen. Es gibt standardmäßig, wenn man sie mit Bowl kauft, gibt es diese Bowl dazu. Aber wenn man sie als Rauchsäulen-Set holt zum Beispiel, es gibt noch einen Steckbohradapter, den kann man sich später dazu holen, wenn man ihn mit der Bowl bestellt. Es gibt sie aber auch als Rauchsäulen-Set, da ist nur der Steckbohradapter dabei. Da kann ich sie auf kleinen und großen Bowls nutzen. Und das feiere ich einfach an ihr. Außerdem muss ich sagen, dass mir das... Ich will jetzt nicht sagen, dass ich einen Edelstahl-Base besser finde, aber ich finde tatsächlich cool, dass es sie halt auch in der Silber-Variante gibt, sowie in dieser Gunmetal-Variante oder Anthrazit-Variante, Schwarz-Variante, wie man es auch immer nennen will. Voll Edelstahl, sehr, sehr geil. Und auch oben das mit dem Teller, mit den Verzierungen. Ja, verstellbare Blow-Offs, dies, das, das finde ich einfach cool. Die Simulation Expansion Mini, eigentlich ist das kein Top-Video. Das ist ein Top-Video, klar, mit meinen Lieblingseinschlauchpfeifen, aber ich könnte eigentlich nicht sagen, welche ich jetzt mehr mag als eine andere. Das finde ich immer ein bisschen so, da müsste ich wochenlang drüber überlegen. Bei der Expansion Mini bin ich mir sicher, das ist meine Lieblingspfeife. Und das ist auch meine Lieblingspfeife aktuell, egal ob Einschlauch oder Vierschlauch. Ich feiere sie einfach so, wie sie ist. Sie hat für mich das teilweise dieses Steckbowl-System, es ist auch eine Steckpfeife, revolutioniert, indem man das hier unten einfach, jetzt ist zum Beispiel fest, ich drehe jetzt hier, dann kriege ich das tatsächlich einfach hier raus. Man hat hier unten einen Ring, den kann man drehen und der schmiegt sich oder passt sich perfekt an die Bowls an, in die man sie verwenden will. Wenn ich jetzt zum Beispiel das richtig breit drehe, dann geht das richtig schwer rein, eigentlich gar nicht. Drehe ich das hier auf, geht das richtig leicht rein. Es ist wirklich ein super geiles System. Außerdem mag ich vor allen Dingen, dass das hier direkt der X-Blow-Off mit dazu ist. Man kann natürlich auch den Cooling-Diffuser drauf verwenden von Simulation. Und was mein Highlight ist mit an der Pfeife, das Tauchrohr ist ausziehbar. Das kennen wir von der Pro X Prime Generation 2 oder man mit diesem Auf- und Abschrauben, wie zum Beispiel bei der Variety oder bei der Versa. Hier zieht man es aus und man könnte sie auch auf großen Bowls verwenden. Passt zwar manchmal nicht, weil das oben etwas kürzer ist, weil sie ja etwas kleiner ist, aber es würde gehen. Und es funktioniert auch, auf großen Bowls zu verwenden. Zum Beispiel auf einer Jeschken Bowl, finde ich, sieht das zum Beispiel sehr, sehr nice aus, weil es auch eine sehr, sehr schlanke Bowl ist. Da passt das sehr, sehr gut drauf. Und das feiere ich einfach an ihr. Auch einfach den Durchzug, wie das blubbert. Ich muss auch sagen, dass ich am Anfang so ein bisschen, das Design hat mir jetzt nicht ganz so gesagt, aber irgendwie feiere ich das Design. Vor allen Dingen das Silber-Carbon-Sleeve, also das Carbon-Sleeve mit Silberstücken drin. Aktuell meine Lieblingspfeife. Und das schon... Ja, kurz nachdem sie rauskam. So, seitdem ist das meine Lieblingspfeife und seitdem feiere ich die einfach am meisten. Preislich liegt sie bei 199 Euro. Ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Kopf mit der. Ich muss mich wirklich manchmal dazu zwingen, das ist kein Witz, ich muss mich manchmal dazu zwingen, sie nicht zu benutzen, weil ich auch mal andere Pfeifen zeigen will. Gut, Freunde, das war's an dieser Stelle. Schreibt, wie gesagt, sehr, sehr gerne mal eure Lieblings-Einschlauchpfeife in die Kommentare oder generelle Pfeife. Lasst sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da und ich weiß nicht, ob erst das kommt oder das kommt, aber wahrscheinlich das. Also seid gespannt auf das Vierschlauch-Video. Bis dann, macht's gut. Checkt sehr, sehr gerne dülle.de/kurz ab. Bis dann, macht's gut. Ich wünsche guten Einschlauch. Das hat irgendwie nicht gepasst.